Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren actiongeladenen Folge Far Cry 6. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wie immer natürlich Dankeschön erstmal für das Feedback, für die Unterstützung bis hierhin. Freunde, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr mich unterstützt bei diesem Projekt. Denn es wird wahrscheinlich eines der letzten großen Projekte hier auf dem Kanal. Wir werden natürlich noch Guardians zocken, ja, ist klar. Wir werden wahrscheinlich auch Alan Wake mal reinschauen, das Remastered. Ich habe es jetzt noch nicht. Ich habe euch ja gesagt, dass ich das jetzt hier Far Cry relativ früh bekommen habe. Was gibt's denn noch? Was kommt denn noch? Call of Duty Story natürlich, Battlefield wahrscheinlich auch mal reingucken in den Multiplayer. Und dann, was kommt denn noch eigentlich raus, Großartiges? Singleplayer-mäßig? Nix mehr, wa? Dying Light wurde ja leider, leider, leider verschoben. Und dann geht's erst nächstes Jahr. Alter, was ist denn hier los schon wieder? Und dann geht's natürlich nächstes Jahr richtig los. Deswegen, wie gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dieses Projekt hier richtig kräftig unterstützt. Und mir gerne mal in die Kommentare schreibt auch, auf welches Setting ihr mal richtig Bock hättet bei einem Far Cry und gerne von mir aus auch gern hier bei einem Assassin's Creed. Was meint ihr? Also ich finde ja persönlich immer, Ubisoft kriegt die Welten immer richtig schön hin. Ich Oh, habe jetzt geht's gehört, du los. bist in die Provinz Vencejo. Ja, ich kümmere mich für Benito um ein Kommandantenproblem. Pass bloß auf. Das Militär in Vencejo ist viel stärker. Es ist besser ausgebildet und ausgerüstet. Such dir einen Aussichtspunkt und kundschafte alles aus, bevor du den Abzug drückst. Denk an Regel Nummer 9, das richtige Werkzeug für den Job. Regel Nummer 10? Ja? Halt deine Klappe. So sieht's Gut, aus. Du bist erwachsen und triffst deine eigenen Entscheidungen. Breite deine Flügel aus, flieg, kleiner Vogel. Flieg, kleiner Vogel. Warum ist denn jetzt da eine da ganz hinten markiert? Keine Ahnung. Was ich sagen wollte, die Welten kriegen sie ja immer geil hin. Deswegen, auf welches Setting hattet ihr denn mal so richtig Bock, was Ich Ubisoft sollte mal nach Rosario ausschauen. rausballern sollte? Und gerne auch Videobeschreibung abchecken. Oh, scheiße, das sind wirklich Level 4 Gegner. Weichziel. Weichziel. Ich glaube, ich werde das sowieso machen. Das habe ich ja schon gemacht. So eine Mischung. Eine Waffe Weichziel, eine Waffe. Scheiße, die Kommandantin ist nicht hier. So, warte mal. Okay, die alle ohne Rüstung sind Weichziel. Der ja auch, wa? Ja, der auch. Nur der Dicke ist mit Panzer. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Genau, die FAL hat Panzerbrecher und die hat Weichziel extra. Alter, geil, 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 geil. Keine Spur von Rosario. Das ist ein Ich Panzer. sollte weitersuchen. Das check ich ja hier. Nicht die ausschalten oder was? Okay. Okay, dann nicht, dann nicht. Schade. Ich hätte die aufgemischt. Ich hätte die aufgemischt. Aber wenn er sagt, wir sollen weiter. Übrigens, ich muss ehrlich sagen, ich finde den Sprecher voll geil. Ja, ich habe das ja. Rosario ist nicht hier. Ich Sie hab muss bei der das. anderen Anlage sein. Ich habe es ja im ersten Part gesagt. Ich feiere den Sprecher. Ich habe ihn zwar nicht in seiner Rolle bei Frischlinge. Haus des Komm her. Geldes gehört, weil ich Haus des Geldes nicht geguckt habe. Keine Ahnung, könnt ihr mir auch gerne mal reinschreiben, ob das geil ist oder sowas. Ich habe immer so den Eindruck, entweder, also manche Serien werden auch so überhyped und das war auf jeden Fall eine, die richtig gehyped wurde. Aber ich habe keine Ahnung, ob es dem standhalten kann. Keine Ahnung. Klärt mich gerne mal auf, ob ihr sagt, nee, muss man auf jeden Fall geguckt haben, weil es voll geil ist, die Story. Aber ich habe ihn, wie gesagt, gerade bei Assassin's Creed, wie gesagt, hat der Alexios gesprochen, auf jeden Fall auch. Und auch in einigen Animes ist er am Start. Im Allgemeinen geiler Sprecher, auch Werbesprecher und so weiter. Cooler Typ auch. Ich habe mir auch mal so ein, zwei Interviews reingezogen mit dem. Den Ein Alarm sollte ich ausschalten. cooler Typ auf jeden Fall. So, warte mal. Sprengpatronen. Ne, was schon da? Bei dem jetzt hier? Ich krieg den nicht so fassen. Ne, Das Panzerbrecher? muss Rosario sein. Die Kamera da muss weg. Ja. Weichziel. Panzerbrecher. Nur die? Mehr nicht, oder was? Und Rosario ist auch Panzerbrecher. Jetzt wäre natürlich ein richtig geiles Snipe, richtig geil halt, wa? Supremo bereit! Oh, scheiße, Mann. Ansonsten, Freunde, natürlich, ich bin immer noch ein bisschen kringelig. Ich hoffe nicht, dass es die nächsten Tage noch schlimmer wird. Deswegen muss ich jetzt die Zeit nutzen, schön vorproduzieren. Jetzt ganz vorsichtig. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, ich sehe Der dich ist bestimmt schon. Weichziel, oder? Der ist Weichziel.
Let's go! Ba 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 ba! Juhi! Hä, wo willst du hin? Benito, du wirst Rosario nicht wiedersehen. Du bist härter, als du aussiehst, Danny. Libertad ist auf einem guten Weg, aber die Arbeit ist noch nicht getan. Geh zur Tankstelle und bring diese Sache zu Ende. Ja, aber ich muss jetzt hier erstmal... Oh, Schlüsselkammer. Schlüssel zu Waffenkammer, so rum. Erstmal ein einziges Wort daraus aus zwei Wörtern bilden. Na klar. Die müssen wir uns auf jeden Fall mal... Auf jeden Fall mal gönnen. Meinte, die ist da unten? Hey! Muss ich dich jagen vielleicht? Ich weiß nicht. Hirschfleisch, wir nehmen es einfach mit. Kommt ihr einfach so zurück? Ey, geil, ey, die Natur hat gewonnen. Wir haben unseren Platz wieder zurück. Und ich baller es einfach über den Haufen, ey. Oh, oh. Achso, der ist ja doch tot. Ja, okay. Okay, so, warte mal, wo ist die Waffenkammer? Alter. Alter! Warum? 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 Okay. Also. So, hier unten ist doch bestimmt die Waffenkammer, ja? Hier ist sie. Was haben wir hier Schönes? What the f... Was ist das? Ui, El General! Reinfeuerpistole, okay. Offizielle Anweisung. Kommandant de Rosario, ihre Aufgaben lauten wie folgt. Libertad von der Treibstoffversorgung abschneiden, alle Guerilla-Sympathisanten ausmerzen, Clara Garcia und Juan Cortez töten oder gefangen nehmen. Okay. Okay, haben wir noch hier was ein bisschen? Ja, das nehmen wir natürlich auch mit. Schrott. Ist Schrott. Ja, ey, ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, wie ich das finden soll mit den verschiedenen Munitionstypen. Es geht natürlich auch, dieses Spiel geht natürlich sehr stark jetzt in die Rollenspielrichtung auch damit, ja. Auch mit diesen, mit solchen Sachen. Was ist denn jetzt los schon wieder? Das ist natürlich ganz geil. Dass das denn trotz allem geht, dass du den einen Schuss gibst, schön. Ich weiß nicht. Ich habe das ja schon beim letzten Mal erklärt. Teilweise finde ich das ganz cool, teilweise halt auch nicht. Weißt du, wenn du keine Rüstung hast und ich mit Feuer attackiere, Alter, dann sollst du trotzdem Schaden bekommen. Der Straße folgen. Ist das Ziel markiert? Warte mal, ich frage komplett in die falsche Richtung, ne? Was war das jetzt hier nochmal? Das war so eine... Ach ja, stimmt. Was ist das hier eigentlich? Warte mal, hier ist doch ein Abwurf, genau. Den schnappen wir uns ganz kurz mal. Komm schon, schneller. Und ich überlege die ganze Zeit... Achso, der ist zurückgerollt. Ich dachte schon. Ich überlege die ganze Zeit, was. Und der. Guck mal, zack, ist der wieder belagert, der Posten. Hä? Auf dem Turm steht schon wieder einer. Habt ihr es gesehen? Wo wir gerade drin waren? Sind wir hier bei Far Cry 2 oder was? Die sind ja alle wieder. Oh Gott, nee. Nee, Alter. Nee, das ist scheiße. Das ist auf jeden Fall. Das ist straight scheiße. Das sag ich so, wie es ist. Das ist straight scheiße, Alter. Ja. Me salvaste. Alles klar. Deswegen bin ich doch hier. Das ist wirklich Kacke. Das war schon in Far Cry 2 damals richtig beschissen, Alter. Nee. Das haben sie ja... Nee, Alter. Nee, bitte nicht.
Frage ist aber, hätte ich den komplett übernehmen können? So wie den anderen. War da irgendwie so ein Plakat? Oh, scheiße. Tut mir leid, Honey. Aber du hast die falsche Seite ausgesucht. Oh, Panzer. Hätte ich da ein Plakat abfackeln können, um den komplett zu übernehmen? Ja, kann sein. Weiß ich. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, nicht nachgeguckt. Aber selbst wenn... Wir waren eine Minute weg und sofort ist der komplett neu mit neuen Leuten bepflückt. Das ist ein bisschen zu schnell, Alter, wenn überhaupt. Also wenn ich den hätte einnehmen können und es einfach nicht gemacht habe, weil ich das verpeilt habe oder so, dann wenigstens mal ein bisschen paar Minuten warten, das wäre ganz cool. Aber so, sofort, dass er wieder bemannt ist mit Leuten, nee, das ist nicht cool. Aha, seht ihr? Nur die Bösen. Zack, nochmal drüber gefahren. Sehr gut. Steuerung anzeigen. Ja. Upsi. Ich habe gerade auf die Steuerung geguckt. Konnte man nicht irgendwie, das von außen zeigen, auch das Auto? Na, keine Ahnung. Scheiß drauf. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Scheiße, Mann. Dreckserkältung, Alter, was auch immer das ist. Aufpassen, Leute! Kann ich eigentlich hier mitten im Auto den Supremo zünden? Das wäre voll krass. Aber ihr habt gerade gesehen, wie geil der ist, oder? Also der erste Raketen ist schon mal ganz geil. Okay, was will der denn schon wieder? Hier drüben. Ja, hier. Und, was hast du? Die FND hat ein Treibstofflager an der Ostseite von Santuario beschlagnahmt. Libertad braucht diesen Sprit. Danke sehr. Hast du mir das nicht schon gesagt? Oder sagt er mir jedes Mal neue Sachen? Das ist natürlich ganz gut eigentlich, oder? Warte mal, Karte öffnen. Ey, ich muss da ehrlich sagen, diese Welt ist schon riesengroß, oder? Alleine diese kleine Mini-Insel ist schon für meinen Geschmack groß genug für so einen kleinen Abschnitt, weißt du? Für so einen kleinen Anfangsabschnitt. Radio Verdad. Oh Mann, Alter, die Welt ist riesengroß, wa? Die Welt ist riesengroß. Dani, wo bist du? Auf dem Weg zum Treibstofflager. Benito will, dass ich es der Armee wieder abnehme. Das ist jetzt eine FND-Basis, Dani. Die Armee hat Basen auf ganz Yara. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir die Insel aus ihrem Würgegriff befreien. Ich tue, was ich kann. Clara, ich bin am Lager. Libertad braucht diesen Treibstoff. Du musst also nicht nur die Armee ausschalten und das Lager einnehmen, sondern auch das Benzin sichern. Das musst du clever anstellen, Dani. Such dir eine erhöhte Stelle und benutze dein Telefon, um Kameras und Alarme auszukundschaften. Ja, ja, verstanden. Ja, ja, machen wir. Ja. Na komm. Jetzt natürlich Alarme. Soldaten nähern sich auf der Straße. Sie können jede Minute bei dir sein. Schnauze da unten. Ich hab da auch keinen Bock drauf, jedes. Oh mein Gott, sind die dumm. Oh mein Gott, sind die dumm. Also KI auch. Edits Ubisoft Best mal wieder. Teilweise. Schöner Headshot. Pass auf dich auf, Dani. Die schicken Verstärkung in deine Richtung. So geil. Das ist so geil, einfach nur. Oh, das ist ein Crocodile. Na, wo bist du? Ich hab dich gesehen. Oh, ich hab das Crocodile befreit. Komm, nimm dir einen Snack.
Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Ja, ich habe auch keine Lust jedes Mal erstmal mit der Kamera. Was ist denn hier los, Alter? Bin ich ein geiler Guerillakämpfer oder bin ich ein Paparazzi? Was ist denn hier los, Mann? Ich kann die Kamera rausholen, wenn die Leute ein bisschen so... Keine Ahnung, Alter. Nee, das sag ich jetzt lieber nicht fest. Ich hab da keinen Bock drauf jedes Mal. Ich gehe da rein, ey. Ich bin ausgerüstet für beide Situationen, Mann. Was ist denn da los, ey? Wo ist das Krokodil hin, ey? Ich wette, hier gibt es einen Vorratsraum. Wofür ist das Benzin? Für mein Apparat schon, ne? Das hab ich schon richtig verstanden, ne? Alles klar, Benito. Rosario ist tot. Und der Treibstoff fließt wieder. Si, carajo. Ich gebe zu, ich hatte meine Zweifel wegen Clara. Aber an dir habe ich nie gezweifelt, Mijo. Ich weiß ein bisschen was darüber, wie man auf seine Leute aufpasst. Sag, Clara, ich mach mich auf zu ihrem Lager. Unsere Boote und unsere Unterstützung sind ihr sicher. Gracias, Dani. Gracias, ja. Okay. So, oh ey, es tut mir leid, war wegen dem Gehuste und so, aber was soll ich machen, ey? Clara, Benito ist wieder auf deiner Seite. Er ist gerade auf dem Weg zu dir. Scheiße, Dani, danke. Und jetzt komm zurück ins Lager. Es wird Zeit, dass wir von dieser Insel verschwinden. Hauptsache, du denkst an unsere Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Auf einem dieser Schiffe fahre ich nach Miami. Ich halte mein Wort, Dani. Wie wär's, wenn wir erst noch Geschichte schreiben? Na. Ist das überhaupt ein Angelgebiet? Nee, oder? Ist kein Angelgebiet, oder? Das Angelgebiet ist wahrscheinlich wirklich so ein kleiner Steg oder sowas, oder? Wie ich den schon gesehen habe. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir eine neue Waffe gönnen soll. Gegen Resilvers. Warte mal. Was? Achso, ich gebe ihm das Fleisch und ich krieg dafür Schrott, oder was? Oder recyceltes Befestigungsmaterial oder irgendwie sowas? Das ist nicht rechtmäßig. Ah, warte mal. Kaufen auch? Oder soll ich die Waffe austauschen? Ey, wir haben doch jetzt so eine Knarre bekommen, ey. Wo ist die denn? RPD? Ich hab doch so eine Maschinenpistole gefunden. Wo ist die denn? Hä? Oder ist das eine Seitenwaffe? Ah, tatsächlich. Okay, alles klar. Dann natürlich auf jeden Fall. Alter, oh. Nice. Aufsatzmost. Oh, Alter, explosiv schon. Wieder raus. Sexy. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da rüber. Okay, gut. Können wir eine Schnellreise machen? Diesmal? Können wir eine Schnellreise machen? Ja, der Schnellreise. Gut. Ich überlege, ey. Wenn man ein Supremo hat, nimmt es ja einen Waffenplatz weg, wa? Oh, es geht direkt in die Cutscene. Okay, nice, okay. Regel 73. What? Wir sollen Antons Schiffe versenken? Wir sind gottverdammte Fischer. Dann überlass uns einfach dem Tod, Kompai. Was machst du da? Probier's. Macht Spaß. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aus sieht? Ja. Tja. Funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also fangt an zu laufen. Los! Ich sagte, los! Regeln der Guerilla. Juan Cortés. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Sondern von den Gefürchteten. Was fürchtet Anton Castillo? Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Jahr da frei von Castillos. Doch er wird nichts fürchten. Wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht erst, wenn wir mehr Leute oder Waffen haben, heute.
Denn heute schlage ich eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe. Ich bin nicht furchtlos. Ich habe eine scheiß Angst. Aber eins verspreche ich euch. Man wird mich fürchten. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. Ab nach Hause mit euch. Weiß sie überhaupt, was sie tut? Wen juckt's, Danny? Sie weiß, was wir brauchen. Ich sehe dich vom Himmel aus, Guerriero. Libertad auf dem Vormarsch. Wollen die jetzt sagen, dass gleich die fette Schießerei hier losgeht, oder was? Ist ja krass drauf, die Frau, oder? Krass drauf, ey. Danny, hörst du mich? Hast du diesen Heli zum Laufen gebracht? Sie, aber die haben ein Flugabwehrgeschütz, das den Luftraum um Castillos Kriegsschiffe abriegelt. Verstehe, Juan. Ich kümmere mich. Mach das. Denn wenn ich getroffen werde, sorge ich dafür, dass meine brennende Leiche bei dir einschlägt wie ein Meteorit. Alles klar. So, warte mal, das Ding haben wir doch schon mal sogar gesehen hier auf der Map. Das wurde uns ja sogar schon markiert. Ja. Okay. Dann müssen wir das als nächstes machen. Nicht mehr verfolgen. Doch, doch, doch. Ich will nur so eine Markierung haben. Komm her, Ferdi. Das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr schaffen in der Folge. Ja. Na los. Keine Sorge. Ich tue dir nichts. So sieht's aus. Wir machen dir nichts. Du bist mein neuer bester Freund. Und jetzt falle ich hier runter. Nein, will ich eigentlich gar nicht. Ruhig. Ey! Er geht aber auch nicht. Er will nicht weiter. Ach, komm. Au! Ja, ey, Freunde, wie ist euer Eindruck bisher vom Spiel? Also, meine Erwartungen wurden bisher perfekt, exakt erfüllt. Nämlich, dass es einfach ein Far Cry ist. Wie immer halt. Wie immer halt. Dass, wir eine riesige Welt haben, wir Waffen haben, wir ballern können, wir ein, zwei neue Gadgets haben vielleicht, ein paar Leute, die auf cool machen die ganze Zeit, der Tod von unserem besten Freund am Anfang spielt eigentlich nicht so eine wirklich große Rolle bisher so, also wurde jetzt nicht so sonderlich emotional drauf eingegangen. Auch das habe ich eigentlich erwartet. Oh, Scheiße, Alter! Du Ratte, Alter! Er ist nach rechts gezogen, er hat uns umgebracht. Er fährt einfach weiter, das interessiert ihn gar nicht. Nein! Jedes Mal werden mir meine Pferde genommen. Ruhe und Frieden, Brutus. Ich nenne Brutus einfach. Also das ist eigentlich, wie gesagt, eigentlich genau das, was ich erwartet habe vom Spiel, oder? Also mehr aber auch nicht. Bisher. Mehr aber auch nicht. Bisher. Und wir sind ja jetzt auch schon einige Stunden im Spiel. Obwohl einige Stunden ist jetzt auch immer getrieben. Ich meine, Anton hatte am Anfang einen deutlichen Auftritt, aber gut, den hatte man schon vorher im Trailer gesehen. Der wurde ja komplett schon vorher gezeigt, komplett. Also die ganze Szene auf dem Boot. Mit dem Gespräch auch, dass sein... sinken wir gerade wie so ein nasser Sack hier immer? Kannst du schwimmen, Junge? Wir sind einfach untergegangen. Dass auch sein Sohn da sich angeschleift, das wusste man ja alles schon. Das war bisher sein einziger Auftritt, deswegen ist es ein bisschen schade. Aber wir haben ja jetzt auch noch nicht so viele Spielstunden. Also ich hoffe nur, dass er... noch gebührende Auftritte bekommt, ansonsten wäre das ein bisschen schade, wa? Naja. Wir machen hier weiter. Okay, oder auch nicht? Ich wollte dir noch etwas sagen. Clara, das war eine tolle Rede. Hör zu. Egal was passiert, ich bin dir echt dankbar für alles, was du für Libertad getan hast. Und für mich. Du kannst mir danken, sobald wir durch Castillos Blockade gebrochen sind. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Danny. Alles klar. Gut, wir sehen uns beim anderen Part, Freunde. Das war's hier erstmal. Wie gesagt, lasst ein Like da. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Projekt unterstützt. Haut rein und schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!